willkommen zurück hier bei das schwarze Auge Satinavs Ketten. Wir sind durchs Feentor, geschubst worden, dank Nuri. Sie kann uns nicht mehr leiden, weil der Feenmann auf sie eingesprochen hat, eingeredet und somit auf seine Seite gezogen hat. Tja, wir sind dieser Königin geschickt worden, die uns erstmal erzählt hat, mach doch ein paar Aufgaben, dann kannst du wieder gehen. Aber die Aufgaben sind unmöglich. Dann mal sehen, was es denn überhaupt ist, was uns erwartet. Also gut. Was sind das für Aufgaben? Die drei Aufgaben lauten: Er bringe uns einen Apfel aus dem Garten. Er errichte hier eine lebensgroße Statue von uns in allen 6 Farben des Regenbogens. Er bringe die Statue des blinden Vogelmanns dazu, uns anzusehen. Sobald alle Aufgaben gelöst sind, darf er die Traumgemächer betreten. Und nun prüfe er sein Schicksal. Wow. Okay, im Garten gehen, Apfel holen wir uns jetzt nicht so schwer an, aber wer weiß, wo hier der Garten ist. Oh, ein Korb, den nehme ich mal mit für die Äpfel. Okay, genau das hier ist nämlich die Statue, wie man sehen kann, hier mit Schnabel und... mal sehen. Können wir irgendwas hören? Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Auf diesen Gott hätten die Feen wohl besser nicht gehört. Vor allem Gott. Kann ja nichts Gutes sein. Ein Kelch. Eingepackt. Was ist das hier? In der Mitte? Ui, das ist der Garten. Brunnen, Baum. Moment. Das ist auf Kopf? Oder nicht? Der Apfelbaum. Er ist verblüht. Woher soll ich jetzt einen Apfel bekommen? Da summt nichts. Die Bienen halten wohl Winterschlaf. Ist mir eigentlich auch lieber. Was nützt ein Bienenstock in einem verbotenen Garten? Unerreichbar. Eine Art Wasserspiel, aber er ist zugefroren. Dieser Brunnen kommt mir bekannt vor. Garantiert, darüber war er zugefroren. Wenn wir schaffen, den da oben aufzutauen. Mal sehen. Wie soll ich da rankommen? Dahinter sind der Pfau und der Wasserfall. Wo liegt dieser Garten eigentlich? Mann, geh doch mal. Gut. Okay, hier mal gucken. Der Pfau und der Wasserstrahl müsste hier sein. Ein Krebs. Hallo. Und wer bist du? Dieses Wesen kann wohl nicht sprechen. Den Göttern sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Nicht alles kann sprechen. Der Wetterhahn ist ein Krebs mit einer riesigen Nase. Gut, jetzt kann mich nichts mehr schockieren. Eigentlich, keine Ahnung, ich habe gedacht, sieht eher so eine Muschel mit Beinen und einem Kopf dran, aber gut, gut. Hier ist die Statue. Steinsockel? Weiß auch nicht. Ich glaube, hier brauche ich einen Schlüssel. Kehre ein, Traumwanderer. Darunter ist ein kleines Schlüsselloch. Das muss der Zugang zum Traumgemach sein. Aber hier ist nirgendwo eine Tür. Die wird dann schon kommen. Aber hier ist noch die Statue. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Und ja, bisschen Norden und sowas mit der Nase können wir es ja schaffen. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Süden. Südwesten. Wer kommt der denn jetzt? Derzeit kommt der Wind aus dieser Richtung und riecht verbrannt. Oh, der arme kleine Krebs. Verbrannt. Da hinten? Oh, wir sind gerade einfach nur runtergegangen. Okay. Oh Gott, hoffentlich verlaufe ich mich hier nicht. Da ging es zur Königin. Ist alles gut, also. Eine Muschel? Die Muschel flüstert etwas. Fortan sein Spiel, Tanz, Musik und Zauberei im ganzen Reich verboten. Die Bilder in der Galerie dürfen nimmermehr berührt werden. Auch der Garten ist nicht mehr zu betreten. Der Besitz von Rosinen ist verboten. Verdurstete Rosinen? Trauben können niemandem schmecken, der bei Verstand ist. Wer die Gesetze missachtet, wird ans Ende des Nebels verbannt. Eine Muschel? Wo ist das Meer dazu? Hm.
Hier haben wir noch zwei Türen. Erstmal das O und V. Ich komme nicht ran. Hallo. Wie geht's denn so? Ach, endlich da. Hallo, kannst du sprechen? Wie? Diese Stimme habe ich hier noch nie gehört. Ich heiße Geron. Ich bin noch nicht lange hier. Noch nicht lange? So, so. Dann sei dir noch einmal verziehen. Natürlich kann ich sprechen. Ich bin ein V. Der Ur-V, um genau zu sein. Havauris ist mein Name. Also rufst du die Stunden aus? Nein, mein prächtiges Federkleid zeigt sie an. Ach so. Ist mir auch aufgefallen. Möchtest du etwas Bestimmtes? Ja, mach mal Nacht oder so. Hier, guck mal, zum Beispiel ist hier gerade so ein Mond und so, heißt Nacht, da geht gerade wieder die Sonne auf. Sieht richtig geil aus. Wir reden mal ein bisschen mit ihm rum. Du hast ein prächtiges Gefieder. Nicht wahr? Das hat mein Freund Okulunculus auch immer gesagt. Das Augenwesen? Ja, wir waren Freunde. Doch seit seinem letzten Geburtstag hat er mich nicht mehr besucht. Vielleicht hat das ja mit den Augen angefangen. Wie lange ist der Geburtstag deines Augenfreundes denn her? Ach, schon eine Weile. Aber es war ein wundervolles Fest. Er hat immer gesagt, ein gutes Geburtstagsfest braucht unbedingt drei Dinge. Erstens, Spielleute, die auf glänzenden Flöten und schillernden Harfen für Musik sorgen. Zweitens, ja, was war noch? Den Rest habe ich vergessen. Inzwischen gibt es das alles ohnehin nicht mehr. Die Gesetzesmuscheln verbieten es. Dabei hat Okulunculus diese Feste so geliebt. Ja, bestimmt noch Tanz und etc., was die Muschel als verboten hat. Diese bösen Muscheln immer. Hast du keine Augen? Nicht mehr. Die habe ich bei der Ausbildung eingebüßt. Ach, mit der Zeit müssen wir alle Opfer bringen. Aber ganz besonders für die Zeit. Vermisst du deine Augen nicht? Nein, ich habe doch Ohren. Ja, natürlich. Du weißt also immer, welche Stunde geschlagen hat. Und woher? Ich richte mich natürlich nach dem Wind. Der Wind kommt immer aus der Richtung, in der die Sonne steht. Wie jeder weiß, geht sie im Winter im Westen auf und im Sommer im Osten. Okay. Bisschen verwirrend gerade hier alles. Musst du als Uhrenpfau immer wach bleiben? Wo denkst du hin? Im Winter gönne ich mir um die Mitternachtsstunde immer etwas Ruhe. Ja. Sommerzeit, Winterzeit. Ein bisschen zurück, ein bisschen vorstellen. Alles klar. Wind, Uhr, Sommer und Winter. Wie erkennst du denn, ob Sommer oder Winter ist? Zählst du die Tage mit? Das würde nichts bringen. Sommer und Winter wechseln sich sehr unregelmäßig ab. Nein, ich orientiere mich am Wasser. Wenn ich es fließen höre, ist Sommer. Alles klar. Dann störe. Ich weiß Bescheid. Wir müssen das Wasser auf jeden Fall zum Fließen bringen. Fließen. Wir gehen jetzt irgendwo durch. Ah, alles klar. Wir sind jetzt hier drüben. Wir müssen den Brunnen einfach auftauen. Einfach. Bestimmt richtig schön schwer. Oh, wait. What? Die zweite Aufgabe. Irgendwie sie in allen Lichtern erscheinen lassen. Des Regenbogens. Wie kommt man denn da oben hin? Da gehört wohl einer dieser Kristalle rein. Das ist gar kein Bild, sondern ein Vorsprung. Wozu soll sowas gut sein? Wem's gefällt? So eine Schale? Lea, soll das etwa auch Kunst sein? Oh. Hallo, Spiegel. Kannst du mir helfen, Spiegel? Ja, natürlich. In wenig Geschichten konnten Feenspiegel immer sprechen. So also sieht ein Unglücksbringer aus. Sie hatten alle recht. Andergast wird untergehen und Nuri wird sterben. Und alles nur, weil ich hier nicht die Wahrheit gesagt habe. Ja, gut zusammengefasst. Hier ist noch ein Kristall, den können wir gleich klauen. Ohne Stange. Braucht er ja nicht. Hallo. Meine Ohren sind hässlich. Nein, er kann nicht sprechen. Hey, was hast du über meine Ohren gesagt? Eine Koboldstatue oder ein Opfer des Augenwesens. Oder beides. Packen wir mal die Hörner ein. Wie? Was war das? Jetzt ist es plötzlich ganz flach. Und dann hier rein, vielleicht wird es dann noch flacher?
Haha, sehr schön. Hier geht's nun wieder zurück. Ich weiß nicht, ganz mit dem Spiegel. Können wir mal versuchen, ihn zu zerbrechen? Vielleicht hat Nori recht. Es ist nicht gut, wenn Dinge kaputt sind. Na gut. Wir gehen weiter und kommen hier oben raus. Okay. Den Farbstein könnten wir mit nach unten nehmen. Hier ist nochmal eine Skulptur. Hallo, Fisch. Ist wohl nur eine ganz normale Statue. Erstaunlich. Mit dieser Statue würden sich die Feen bei den Fischköpfen in Nostria sicher Freunde machen. Wie wohl die nostrische Königin in Andergast empfangen wurde. Ob inzwischen jemand die Zauberkrähen aus ihrem Gästezimmer vertrieben hat? Müssen wir einen Speer mitnehmen? Plupp. Ja. Eine Treppe? Oder ein Regenbogen? Oder beides? Rot, gelb, grün, das sind die Regenbogenfarben. Nein, Orange fehlt. Was zum... Haben wir schon so gedacht? Den Kristall nehmen wir vielleicht auch noch gleich mit. Blöde Idee, wa? Ganz, ganz blöde Idee. Pack mal wieder rein, ist okay. So. Weg hier. Und jetzt können wir die hier reinpacken. Oh, geil. Wir gehen nochmal runter und drehen das nochmal. Was sich dabei ändert, ist mir echt nicht bewusst. Ich habe hier so viel Kram. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ha, wir haben irgendwie Sommer gezaubert. Richtig geil. Was ich da gemacht habe. Ja, auf jeden Fall Sommer. Man sieht, der V ist grün, es fließt das Wasser und wir gehen mal nach oben. Und wir müssen der Wind... Ah ne, wir gehen zum Apfelbaum. So. Apfelbaum? Haha, sehr schön. Und da ist sogar ein Apfel. Oh. So weit weg. Können wir den einfach mal... Kommt mir vor, als hätte ich jahrelang keine Apfelblüten mehr gerochen. Feen. Honig. Ich komme nicht ran. So viel goldener Honig und ich habe entsetzlichen Hunger. So weit weg. Können wir es kaputt machen? Den Ast? Er sitzt zu fest und aus Glas ist er offenbar auch nicht. So viel zu den alten Märchen. Der Wasserfall ist bestimmt noch von Bedeutung. Wenn ich hier den... Damit könnte ich mir vielleicht etwas Honig stehlen, aber ich bin zu weit... Ja gut, wir gehen mal auf die andere Seite. Die andere Seite. Wir müssen hier unten lang. Zack, jetzt sind wir wieder hier. Als ob wir den einfach so hinstellen können. Damit könnte ich mir vielleicht etwas Honig stehlen, aber ich bin zu weit weg. Immer den Kopf gedreht. Will ich hier nochmal in das andere Zimmer gucken? Hier nämlich. Keine Zeit, mich zu waschen. Durch den Brunnen komme ich hier sicher nicht raus. Das Augenwesen vielleicht nochmal ein bisschen belabern? Haha. Was willst du jetzt machen? Nichts. Ich will nur noch einen Platz finden, an dem ich in Gram die Ewigkeit verbringen kann. Aber wie soll ich mit geschlossenem Auge danach suchen? Oh. Ich habe da einen Platz für dich. Einen Ort, an dem ich bleiben kann? Ja, komm mit. Nein, warte. Wie ist er denn so? Traumhaft. Aussicht, genau. Man hat eine schöne Aussicht über das ganze Feenreich. Das ganze Feenreich? Oh nein, da kann ich mein Auge doch nicht geschlossen halten. Niemals. Ich meinte natürlich, Ich habe da einen Platz für dich. Wie ist er denn so? Dunkel. Es ist ganz dunkel. Wie dunkel? Nadelwald, Neumondnacht, leere Augen. Das ist ein bisschen gemein, oder?
So dunkel wie in einer leeren Augenhöhle. Oh, das ist dunkel. Da ist jedes Licht vergeblich. Ja, und jetzt komm. Aber was dann? Was mache ich dort die ganze Zeit? Oh Gott. Zeit in Gram verbringen, das wollt ihr doch. Du verbringst die Ewigkeit in Gram und Dunkelheit, wie du es wolltest. Ja, aber jetzt, wo es soweit ist, bekomme ich Angst davor. Na gut, dann tröste ich ihn klein mal. Du brauchst keine Angst zu haben. Du kannst die Zeit dort auch anders verbringen. Ach ja? Natürlich, du kannst auch träumen. Du kannst da schlafen und träumen. Träumen? Für ewig? Und wovon soll ich träumen? Vom Geburtstag. Vielleicht träumst du von deinem Geburtstag. Mit Geschenken? Mit unzähligen Geschenken. Ui, traumhaft. Bitte, bring mich hin. Dann los. Hihihihi. Plups, den haben wir jetzt auch mitgenommen. Super. Ach ja, den schmeißen wir mal eben durch, ja, durchs Wasser. Soll ich dich in den Brunnen werfen? Nein! Oh, ein bisschen gemein. Nur so ein bisschen. Wir gucken mal, ob wir es kombinieren. Ach was, so nicht. Ja, nicht so. Ich weiß nicht. Nein, keine Zeit. Ach was. Keine Zeit. Gucken wir mal, ob wir es einfach hier reinwerfen vielleicht? Ich muss das Ziel immer... Hörner haben wir noch? Warum sollte... Ja, ist ja gut. Speer. Ach nein. Nicht so. Wie denn dann? Wir haben auch kaum noch was mit. Also wir haben jetzt gerade einfach alles eingepackt, was wir so gefunden haben. Ach genau, die wollte ja noch irgendwie ihr Kind haben. Ja gut, tut mir leid. Das kann ich jetzt hier auch noch machen. Ein schöner, dunkler Ort. Das Wasserbecken, genau. Keine Zeit, mich zu waschen. Seltsam, das Becken da oben ist zugleich das Becken da drüben. Das ist verwirrend. Ich finde das richtig genial gemacht, also... Oh, ich war gerade eingeschlafen. No. Also süß ist er ja schon, so ist es nicht. Geht nur verloren. Hm. Geht nur verloren. Hm, okay. Ach, mal sehen. Hier wieder. Wir drehen... Ach nee, das ist jetzt Sommer und das ist jetzt quasi Winter. Da sieht man nämlich, dass der Baum sich gedreht hat. Es fließt aber das Wasser immer noch. Hm. Aha. Irgendwie ist das schon ein bisschen komisch. Kommt mir vor, als hätte ich jahrelang keine ab. Mein Arm ist zu kurz. Unerreichbar. Das war klar. Der prächtigste Apfelbaum. Und er trägt nur einen einzigen Apfel. Hm. Ich drehe es nochmal um. Um den Apfel im Prinzip dann durch den Brunnen fallen zu lassen, wenn es dann soweit wäre. Und vielleicht kriegt man ja mit dem Speer oder sowas runter. Den Baum treffe ich vielleicht, aber niemals den Apfel. Damit komme ich zwar ran, aber damit lässt sich der Honig kaum auffangen. Okay. Aber was miteinander noch? Unwahrscheinlich. Natürlich nicht. Ich glaube, das kann ich. Bogenheften. Hatte schon besser. Irgendwie einen Bogen spannen, na gut. So wird. Das hilft. Besser nicht. Hm? Nein. Hm? Windling. Das ist aber ein guter Vogelfänger, passt sich an seine Umgebung.
verlängerter Kelch. Ja, super. Dann haben wir jetzt ein bisschen Honig. Sehr schön. Den vielleicht auf den Baum schießen. Aber ich glaube, wir machen erstmal hier wieder einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir uns den Honig endlich angeln. Den Honig angeln, ja. Den haben wir gerade geangelt. Aber wenn wir uns den Apfel holen. Gut, bis dann.